war die erste Stellung. Hey, Park, nimm deine Amis gefälligst an die kurze Leine. Da, die Skat. Sie startet schon. Noch ein Viertel Kilometer weiter. Kannst du Gas geben? Kann ich starten? Abbrechen. Was war hier? Nö. Jackal 2, worauf wartet ihr? Was denn? Was soll ich tun? Ja, aber wie? Das hier eigentlich ist doch hier ein Bedienfeld. Ah. Oh, C4. Ja. Ich möchte C4 verwenden, aber wo? Ach so. Ah ja. Okay. Mächtiger Badaboom. Werfer ausgeschaltet. Gute Arbeit, Leute. Jetzt zuhören. Pritchard, Skinner, räumt den Scheiß weg und entladet die Trucks. Wir richten hier ein Lager ein. Deine Crew ist nicht schlecht, Park. Ha, mal sehen, was die sonst noch können. Bleib ich doch dabei. Das wird jetzt unsere neue Operationsbasis. Hier, du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Das ist aber nett. Verwende die Taktikkarte, um Ziele zu verfolgen. Per Schnellreise zu entdecken. Zu entdeckten Orten zu reisen und das Einsatzgebiet, oh Gott, Alter, ich kotze, ich zu navigieren. Oh, das tut immer noch so weh. Okay. Es ist ein recht großes Gebiet, sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Skat-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen, vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Hm. Willst du beide markieren? Nee, nur eins. Okay, dann erstmal das. Okay.
Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn ihr die Skats zerstört. Helft ihm. Mal sehen, ob er... Tja, ist schon eine Ehre, ne? Mit so einem uralten Laptop. Mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Okay, ich glaube, wir sollten hier raus. Los! Ich dachte, da war einer von mir. Dabei hast du ja bei den Kampagnen meist nur 10, maximal 20 Stunden, wenn du überhaupt was davon. Ja, die Kampagne hier soll 7 Stunden gehen. Also wenn ich heute mehr Zeit hätte, könnten wir das heute schon durchballern. Aber ich muss morgen früh aufstehen. Also ich denke mal 2 Streams. Mit Sicherheit. Fackeler. Stimmt. Detonieren. Ja, wir haben das Ding erledigt. Wir können auch wieder fahren. Sollen wir mit dem Ding fahren? Nee, geht nicht. Wir brauchen unser Vehikel. Achso, das ist Adler. Adler. Aufgefüllt. Oase. Man hat uns Vorsicht. Die Sicherheit rund um diese Skatstellung wurde verstärkt. Hab ihn noch erwischt. Aber gewaltig, ne? Kurz warten. Okay. Sorry. Oh. Ja, was ist?
Okay, ich versuch mal was. Zu dieser Startrampe. Oh, wie kann ich das C4 nochmal auswählen? Mit 3 war das, ne? Okay, warte mal. 3. C4. E. Wir hatten heute Oktoberfest. Oh, warte mal. Ich bin gerade minimal beschäftigt. Wir hatten heute Oktoberfest bei uns auf der Arbeit. Oh, cool. War etwas chaotisch. Oh, Granate. Ich brenne. Oh Gott. Spring. Lauf. Lade nach. Tschüss, ihr Loser. Das sind 2. Ist zu riskant. 3. Nix. 4. Das wäre geschafft. Ja. Eurer Hilfe ist das aber nicht zu verdanken. Da stehen eine Menge. Ja, ich guck doch nur. Ja, ja, ja. Alles gut. Aber sonst war hier kein Übergang, ne? Hoch mit der. Nee. Gibt nur diese Brücke. Na, dann lass doch mal probieren. Vielleicht fällt es denen ja gar nicht auf. Doch. Okay, dann los. Oh nee, der Empfang geht weg. Schlecht. Ja, fast geklappt, unauffällig. Da gebe ich dir recht. Aber nur fast. Ganz knapp. Vor allem mal eine andere Waffe hier. Eine mit Munition. Oh. Hm.
Attacke! Oh, dem geht's gerade nicht so gut, ne? Und der ist gerade ein scheiß Panzer angefahren. Das machst du halt allein, Desert Storm. Exakt. Achso, das waren meine. Na komm, schaffen wir. Bagger! Wieder so ein Chaingun-Pisser. Oh, Fenster. Komme nicht weg. Ja, jetzt müssen wir. C4 wird es richten. Boom. So. Boah, die Heldenmusik. Okay. Jetzt brauchen wir ein Vehikel. Oh, Panzer wäre auch geil gewesen. So. Easy, Alter. Jojo, was geht? Brauchst du was? Was hast du denn? Wir haben die Scuds erledigt. Beeindruckend. Da das erledigt ist, rufe ich gern meine Männer, sobald ihr den Palast angreifen wollt. Greifen wir jetzt an, dann mit dem, was wir haben. Sicher? Gehen wir es an. Befehl. Ah, so, mal gucken, ob wir hier noch unterbrechen können. Oh, ein Comanche. Geil. In Ordnung, das Tor zum Palast ist gleich davor. Scheiße. Auf zu Saddam. Thank you.
Shisha. Granate. Granate kann ich auch. Oh, da oben. Okay, da hat mich einer getroffen. Zu der Palast. Ja und? Ja, Saddam wahrscheinlich. Oh, Giftgas. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt. Oh Gott, lauf, Alter. In der Arsch. Gesichert. Case Adler, zu mir. Wir gehen runter. Wir halten den Bereich. Beeilt euch besser. Los, Marshall. Das ist es hoffentlich. Bestimmt. Was auch immer du suchst.
Die machen es einem nicht leicht, was? Oh, die Schatzkammer. Gütiger Gott. Saddam hortet hier unten Millionen. Da ist er. So viel ist allein das goldene Klo wert. Er würde das alles gegen eine Massenvernichtungswaffe eintauschen. Wow. Wir sind dran. T-Virus. Was haben wir? Die Wiege. Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe. Und sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon, wenn ich das hier richtig sehe. Was hast du gefunden? Eine Disk. Und Notizen, alle russisch. Hm. Der Projektleiter ist Matvei Gusev. Klingt, als würdest du ihn kennen. Ich kenne den Namen. Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion. Biopräparat. Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen. Seitdem fehlt jede Spur. Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein. Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat. Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne. Amerikanisch. Amerikanisch? Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei. Wir brauchen eure Hilfe hier oben. Kommen drauf. Bewegung. Habt ihr, was ihr wolltet? Nicht wirklich. Aber was wir brauchen. Schneller, Bewegung. Los, aufs Dach des Palastes. Oh, halt. Aufs Dach des Palastes. Und dann los. Ja, ja. Wo geht's denn da hoch? Da. Aber einen schönen Pool hat er gehabt. Oh nein! Oh, runtergefallen. Oh. Ja, Mann. Das Dach ist sicher. Danke. Pantheon Helis im Aufzug. Jackline 9, mein sicher Vogel im Ort. Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Verstanden. Aufschießen, alles was wir haben. Hier drüben ist ein Haufen was. Oh, vorbei. Oh.
Wow, wow, wow. Action. Das war die gute, ne? Ja. Weg hier. Bestätigt. Angriff. Genießt die Aussicht. Ah, so ist die Statue gefallen. Sieh mal eine an, Händler. Wir sind mal einer Meinung.